Servus, Glückwunsch zu diesem hohen Sieg, in der Höhe verdient und mit der Leistung zufrieden? Ja, ich denke, dass wir auch in der Höhe verdient gehabt haben. Mit der Leistung bin ich zufrieden, obwohl wir dann nach 3-0 und 4-1 zu uns zu sicher gefühlt haben. Und das darf nicht passieren, weil so können wir dann den Gegner dann aufbauen. Beziehungsweise sie haben auch das 3-1 gemacht. Wenn sie dann schnell das 3-2 machen oder das 4-2, dann werden wir Schwierigkeiten haben in Zukunft. Freiberg sah in der ersten Halbzeit für mich ein Tick besser aus in der Offensive. Was meinen Sie dazu? Freiberg hat es nicht schlecht gemacht. Die haben ein paar gute Fußballer drin mit Kunde, mit den Savioglu. Das sind richtig gute Kicker, die auch alleine ein Spiel entscheiden können. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber trotzdem, wir haben uns dann wieder gefangen, nach vorne gespielt. Wir waren auch sehr geduldig in Spielaufbau und es ist klar, wenn du dann geduldig bist, irgendwann kriegst du auch deine Chancen. Genauso ist es auch gekommen. Wir hatten auch eine große Chance von Dominik Salz, den Elfmeter dann in der 45. gekriegt, wo wir dann 1-0 in Führung gehen. Ich denke, dass es alles gepasst hat. Hat man was ändern müssen in der zweiten Halbzeit, um dann im Ergebnis her erfolgreicher zu sein? Was ändern müssen. Wir haben dann in der Halbzeit schon angesprochen, dass wir auf der Sechserposition viel zu weit stehen. Dadurch, dass Freiberg ein oder andere lange Ball gespielt hat, wir waren in der Lage, die Kopfballduelle zu gewinnen, nur wir haben den zweiten Ball nicht gekriegt. Und das haben wir auch in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht. Da war der Joao Tardelli oder der Tim Schweiger, ist er immer tief gestanden und hat die Bälle dann sicher gemacht. Und genauso stelle ich mir in der Zukunft auch vor. Ihr nächster Gegner heißt Pfullendorf. Danach wartet ein Kracher auf Sie gegen Nöttingen. Was können Sie zu diesen nächsten Aufgaben sagen? Ja gut, in erster Linie kommt jetzt Pfullendorf. Pfullendorf hat auch nichts zu verlieren und wir haben sehr viel zu verlieren da. Pfullendorf hat nur 8 Punkte. Wir müssen schon aufpassen. Solche Spiele sind immer schwierig zu bestreiten. Wir müssen sehr hoch konzentriert sein, unsere Leistung einfach abrufen. Und dann sieht die Welt in Ordnung aus. Ja, wir warten auch auf das Derby gegen Nöttingen. Jeder ist hier in Pforzheim heiß. Und dann müssen wir schauen, was am Ende rauskommt. Die Meisterschaft bzw. der Aufstieg ist ja für Sie eigentlich schon abgeschrieben. Was haben Sie sich trotzdem noch für die Saison vorgenommen? Wir haben nicht am Anfang der Saison von Aufstieg geredet, dass es auch klar ist. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir den dritten Platz auch erreichen wollen und erreichen können. Ja, aber wie gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen einfach die Spiele gewinnen und dann werden wir am Ende auf den dritten Platz sein. Sie haben ja jetzt vor kurzem Ihren Vertrag mit dem ersten CFR Pforzheim verlängert. Was hat Sie dazu bewogen und was haben Sie sich als Ziel innerhalb dieser Vertragszeit vorgenommen? Ja, es macht mir unheimlich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und ja, wenn du am Wochenende Spiele gewinnst, dann macht es noch mehr Spaß. Jetzt müssen wir diese Saison zu Ende bringen. Es ist nicht einfach, weil wir haben auch ein gutes Ziel, ein großes Ziel, dann den dritten Platz zu erreichen. Nächstes Jahr müssen wir wieder das Gleiche wiederholen. Wir begrüßen zum Derby ganz herzlich. Herr Ruß, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.